Der Chiasamen. Dieses Nahrungsmittel finden wir vor allem wieder im südamerikanischen Raum, nur etwas weiter nördlich gelegen, rund um Mexiko zentriert. Und dort gehört er auch zur alltäglichen Ernährung. Die Inka haben ihn bereits genutzt und vor allem als Energiequelle gefunden und genutzt. Und deswegen schon seit Millionen von Jahren in der Kultur verankert. Wir haben heutzutage entdeckt, was für einen unglaublichen Nährstoffgehalt auch wieder hierin zu finden ist. Und deswegen gehört es auch mit zu den Königen der Superfoods. Wir haben hier zum Beispiel, und das ist ganz erstaunlich, 5-mal mehr Calcium als in Milch enthalten. Ebenso wie 3-mal mehr Kalium als in Bananen. Oder auch 3-mal mehr Antioxidantien als in Heidelbeeren. Oder auch 3-mal mehr Eisen als in Spinat. Ihr seht, all das, wofür wir meistens Spinat essen, Bananen zu uns nehmen oder Milch benutzen oder dann anschließend als Tabletten das Ganze nehmen, ist hierin enthalten. Und das in gesündester Form. Wir haben hier auch noch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren und letzten Endes haben wir eine ganze Menge Dinge, die wir damit erfüllen können. Es fördert die Ausdauer, es senkt den Cholesterinspiegel, es ist gut gegen Sodbrennen, es fördert die Wundheilung, es ist gut gegen Gelenkschmerzen, es wird bei Diabetes benutzt zur Gewichtreduktion, was auch immer. Durch die körnige Konsistenz, im Gegensatz zu den Pulvern, die ich in den meisten Fällen vorstelle, ist es weniger geeignet für Shakes, aber dafür umso besser, um es in einen Müsli reinzutun und unterzumischen. Die Samen selbst schmecken sogar relativ neutral bis hin zu ganz gut, ganz naturbelassen. Und deswegen auch hiervon kann ich nur empfehlen, täglich etwas zu sich zu nehmen, täglich unter Müsli mitzumischen, kann man natürlich auch in etwas dickeren Shakes mit einmischen und man kann es natürlich bei seinen Backwaren mit einbinden.